Wir merken oft überhaupt nicht, dass wir uns weiterentwickeln. Die Entwicklung, die wir im Laufe des Lebens machen, auch wenn wir nicht spirituell bewandert sind oder uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ist meistens sehr langsam. Das heißt, diese großen Entwicklungssprünge, wo wir innerhalb von kürzester Zeit ganz, ganz viel Veränderung spüren, wo auch andere Menschen dann zu dir kommen und sagen, was ist denn mit dir los? Man erkennt dich ja gar nicht mehr wieder und so weiter. Die passieren meistens nach einem enormen großen Einschnitt im Leben. Zum Beispiel einer Trennung oder einem Unfall oder einem Todesfall oder einem großen Familienstreit. Also diese großen Einschnitte bewirken tatsächlich bei uns auch eine sehr große und sehr schnelle Änderung und wir öffnen uns quasi für irgendetwas, was wir noch nicht kannten, weil wir erkennen, dass das, was jetzt passiert ist, einfach oder dass es so einfach nicht weitergeht und dass wir so sehr leiden, dann öffnet sich so ein Portal und saugt einfach alles Wissen, was dir helfen könnte oder was eine gewisse Schwingung hat, auf. Das heißt, wenn uns dann zum Beispiel spirituelle Bücher in die Hand fallen oder Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder wir sehen irgendein Zitat, dann inspiriert es uns oft 10-mal mehr, als wenn wir einfach im Alltag sind und mit diesen kleinen Problemchen des Alltags zurechtkommen müssen. Und diese starken Entwicklungssprünge und diese Krisen im Leben, die hat jetzt nicht jeder jede Woche einmal, sondern die sind eher selten. Und wenn man sich im Alltag wirklich überhaupt nicht weiterentwickelt, wenn man wirklich resigniert durch seinen Alltag geht, durch seinen Job geht, durch sein Leben geht, dann werden diese Krisen auch viel mehr angezogen, weil dann das Leben sagt, okay, jetzt ist irgendwann Schluss, jetzt muss irgendwas passieren. Und so eine Krise ist auch nicht zwangsweise, oder führt nicht immer zwangsweise dazu, dass man sich entwickelt, sondern eine Krise man kann zwei Ausfahrten nehmen nach einer Krise. Entweder die Ausfahrt in diese spirituelle Weiterentwicklung, in das Erkennen einfach und in das Verstehen und in das Annehmen und Akzeptieren, das ist dieser spirituelle Weg, wo diese Krise dann ein enormer Antriebsmotor sein kann für schnelle Entwicklung. Oder man kann die Entwicklung nehmen, in noch negativere Spiralen zu rutschen, noch mehr das Leben zu verurteilen, noch mehr sich als Opfer zu sehen. Und manche Menschen gehen den einen Weg und manche Menschen gehen den anderen Weg. Wobei ich denke, dass die meisten Menschen nach wirklich schweren Krisen eher den spirituellen Weg einschlagen dürfen, können und so weiter. Und natürlich auch sollten. Jetzt ist es so, dass wir im Leben diese Krisen natürlich nicht oft haben. Wenn wir aber in unseren Alltag oder durch unseren Alltag gehen und immer mal wieder über den Tellerrand hinausschauen, immer mal wieder uns bewusst machen, wo wir gerade stehen, immer mal wieder uns bewusst machen, dass alles möglich ist, dass wir mit allen Problemen zurechtkommen können. Ich habe so ein Zitat, das habe ich aus einem schönen Buch, das heißt, ich werde damit fertig. Ich werde damit fertig. Egal was passiert. Das heißt, es nimmt die Schwere aus dem Alltag. Manchmal sind wir in Strukturen, in Jobstrukturen oder in Familienstrukturen, in Freundesstrukturen so sehr hereingewachsen, dass diese Strukturen für uns quasi das Leben oder das Überleben bedeuten. Das heißt, wenn in diesen Strukturen etwas nicht stimmt, dann hat es für uns sofort eine sehr bedrohliche Schwere, diese Unstimmigkeit. Und dann passiert es, dass aus kleinen Problemen gleich eine Krise, also nicht die Krise, die ich vorhin genannt habe, sondern so eine Mini-Krise entsteht, wo wir uns einfach tagelang schlecht fühlen und einfach, die uns auch da einfach daran hindert, einfach bewusst zu werden und dieses ganze Leben von dir in die Perspektive zu setzen. In die Perspektive, die dich aus deinem kleinen Schneckenhaus, aus deinem kleinen Fernglas, wo du nur einen ganz kleinen Ausschnitt siehst, herausholt und quasi über dich schweben lässt und sieht und dir zeigt, wo du eigentlich stehst, was du bist, wer du bist, dein wahres Ich, dein Innerstes fühlen lässt und so weiter. Also, es ist einfach wichtig, diese alltäglichen kleinen spirituellen Übungen, die manchmal auch ganz automatisch passieren, einfach fortzuführen. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass wir eigentlich bei diesen kleineren Dingen, bei diesen Mini-Krisen, bei diesen alltäglichen Dingen oft gar nicht merken, wie wir uns weiterentwickeln, weil wir uns einfach so langsam weiterentwickeln, nur Schritt für Schritt. Und dann stehen wir da vielleicht 4 Jahre später und denken uns,
Oh, jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war. Aber nur weil irgendeine alte Emotion durch irgendetwas ausgelöst wurde und wir das fühlen und einfach denken, wir wären noch da, wo wir vorher sind. Aber durch diese langsame Veränderung sehen wir einfach nicht, wo wir hingekommen sind in der Zwischenzeit. Wir sehen nicht, dass wir uns entwickelt haben, dass wir aus uns rausgekommen sind, was für Dinge wir an uns verbessert haben, dass wir bewusster geworden sind, dass wir weiser geworden sind, dass wir spiritueller geworden sind, dass wir liebevoller geworden sind, dass wir mitfühlender geworden sind, dass wir nicht mehr so sehr verurteilen, dass wir weniger Drama zulassen, dass wir unser Ego sich, ja, wie sagt man, nicht verstärkt, sondern ein bisschen gemildert hat, dass wir also quasi die Welt nicht mehr so stark verurteilen. Und diese kleinen Dinge, die selbst einer merken kann, der erfüllende Dinge in seinem Alltag tut, aber der sich nicht mit Spiritualität direkt beschäftigt. Selbst so jemand kann das merken. Und selbst jemand, der eigentlich relativ unglücklich ist, kann so etwas merken oder kann sich das bewusst machen, dass er etwas erreicht hat, dass er sich geändert hat. Und wir sitzen dann manchmal da und bemitleiden uns selbst und denken, ach Gott, wir haben überhaupt nichts gerissen. Es fängt gerade alles wieder von vorne an. Und so weiter. Was auch oft ein Grund dafür ist, ist folgender. Wir haben eine Lebensphase, wo wir Gas geben, wo wir denken, jetzt mache ich das, wo ich Lust drauf habe, was mich bewusst werden lässt. Jetzt gehe ich in den Sport jeden Tag. Jetzt suche ich mir einen Job, der mir Spaß macht. Jetzt versuche ich mehr in meine Freundschaften zu investieren. Jetzt schaue ich endlich mal, dass ich Frauen anspreche und nicht einfach nichts tue. Und das, was ich denke und diese Anziehung, die ich spüre, auch auszudrücken. Jetzt mache ich das einfach mal. Und dann hat man eine Phase, wo man eine der Dinge oder mehrere der Dinge macht und denkt, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann plötzlich fängt es an abzuflachen wieder. Aber nicht, weil man wieder unzufrieden wird, sondern weil es auf eine natürliche Art und Weise der Drang verloren geht. Man hat also, und wie lange das dauert, ist irrelevant. Man hat also eine gewisse Phase des Lebens durchlebt. Und wir halten uns immer so an Dingen fest, an Beziehungen, an Freundschaften, an Jobs, an Bekanntem. Wir halten uns an Bekanntem. Wir wollen den Weg laufen, den wir immer laufen. Wir wollen am liebsten das Essen essen, was wir ja immer essen, weil wir kennen es ja. Wir bleiben in unserer Komfortzone. Wir wollen das festhalten. Und genauso ist es mit unseren Lebensphasen. Wir wollen also diese Zeit, die wir da im Kopf hatten, oh Gott, also wir erinnern uns dann zurück und denken, oh Gott, wie habe ich das damals nur geschafft? Warum war ich damals so inspiriert? Und jetzt, guck mal jetzt, wir vergleichen, also wir akzeptieren und erkennen aber nicht, dass das Leben ein Up and Down ist. Es gibt Lebensphasen der Einkehr, Lebensphase der Auskehr oder der Expression oder wie nennt man des Ausdrucks. Also Lebensphasen des Ausdrucks, Lebensphasen der Einkehr. Und es kann sein, dass du jemand bist, der eine Lebensphase durchlebt, ein paar Jahre lang, wo er sich extrem ausdrücken will, wo er auch seinen Körper fordern will, wo er Sport machen will, wo er Risiken eingeht. Und dann ein paar Jahre später kommst du in eine Phase, wo du mehr mit Mitgefühl arbeitest, mit Liebe, mit Meditation, mit Einkehr, mit Einfühlungsvermögen. Und manchmal kommen dann Phasen, negative Tage oder Tage, wo es einem nicht so gut geht, wo man nachdenklich wird. Und diese Tage hat es übrigens damals ja auch schon gegeben. Aber jetzt kommen sie und du vergleichst dann diese Lebensphase mit der anderen Lebensphase und sagst, oh Gott, das war dann doch scheinbar richtiger und jetzt bin ich irgendwie auf dem falschen Weg. Das redet man sich aber nur ein. Es geht aber um das Grundgefühl, um das, dass du eine Art Erfüllung spürst im Herzen, in der Seele und nicht darin, dass du das durchdenkst und dann vergleichst und dann erkennst, oh, das kann doch nicht so gut sein. Also ist es wichtig, einfach zu akzeptieren, dass das Leben verschiedene Phasen hat, dass man sich immer weiterentwickelt und dass das, was vor 3 Jahren gut und befriedigend für dich war und sich richtig angefühlt hat, sich heute überhaupt nicht mehr richtig anfühlen muss und dass das okay ist, dass das überhaupt kein Problem ist. Dass es kein Problem ist, dass du jetzt ein paar Kilo mehr drauf hast wie damals, weil deine Prioritäten sich verändert haben. Dass es kein Problem ist, dass du jetzt in deinem Job gerade vielleicht etwas anderes spürst als damals, als du den Job begonnen hast, wo du voller Vorfreude warst, voller Neugier, weil du noch nichts kanntest. Jetzt bist du vielleicht eingelebt und plötzlich
gibt es neue Herausforderungen, die du aber nicht im Job, die du aber nicht erkennen kannst, weil du so sehr an diesem Neugiergefühl, Motivationsgefühl von damals festhältst. Das heißt, du verschließt dir auch die Türen zu den nächsten und neuen Erfahrungen, die kommen und die das Leben machen will, die das Leben will sich entwickeln. Ich habe ein schönes Buch gelesen, Der geheime Plan deines Lebens, vor allem, was die Seele auch will. Wenn man sich vorstellt, wir gehen jetzt mal in den Buddhismus. Und im Buddhismus ist es so, dass man wiedergeboren wird. Und die Theorie dahinter ist auch, dass eine Seele aus dem großen Ganzen in die Welt kommt und sich dann einen Körper sucht. Und die Seele will gewisse Erfahrungen sammeln. Und wenn sie in einen Körper geht, die sucht sich den Körper aus und guckt, ob dieser Körper zu diesen Erfahrungen passen könnte. Da, wo er geboren ist, da, wo er lebt im Groben. Also, ob die Seele die Chance hätte, diese Erfahrungen zu machen. Und wenn sie denkt, das ist okay, dann geht diese Seele in diesen Körper hinein. Und natürlich kann es nicht sein, dass in einem Menschenleben die Seele alle Erfahrungen machen kann, die sie will oder abschließen kann. Und wenn der Mensch dann stirbt, geht die Seele aus diesem Körper raus und sucht sich einen neuen Körper, um diese Erfahrung zu vollenden. Und wir sind quasi ein Körper und wir haben eine Seele. Und diese Seele hat auch in früheren Leben schon Erfahrungen gemacht und will jetzt diese Erfahrungen vertiefen, verändern. Diese Seele will einfach, die kann erst gehen und sich wieder in die Unendlichkeit auflösen, wenn sie so viel Körper durchlebt hat, dass diese Erfahrung befriedigend für sie ist. Das heißt, wir sind quasi, ja, wir sind diese Seele oder der Körper, der mit dieser Seele in Verbindung steht. Eigentlich sind wir die Seele dahinter natürlich, weil die Seele ist das Einzige, was wahr ist. Hört sich jetzt völlig verdreht und paradox an, aber wenn man es so sieht, ist die Seele das Einzige, was wahr ist, und der Körper ist quasi das Illusionäre, was nur da ist, um die Erfahrungen zu machen, um der Seele ein Vehikel, ein Werkzeug zu geben, um Erfahrungen zu sammeln, um zu sprechen, um zu fühlen, um zu denken, um zu berühren, um zu sich zu bewegen, um mit der Welt in Interaktion zu treten, sozusagen. Und wir haben also Leidenschaften, Sehnsuchten. Und diese Sehnsuchten spiegeln das wider. Und dadurch ist auch logisch, dass in dem Leben meines Körpers die Seele verschiedene Dinge durchmachen will. Die will gewisse Dinge abschließen und neue Dinge beginnen, die sie vielleicht auch erst im nächsten Leben fortführt. Aber das heißt, dass wir wegkommen müssen von diesem Festhalten, von diesem, unser Leben soll das Gleiche sein. Versucht mal hochzugehen in den Himmel und versucht die Perspektive zu ändern und mal diese Vision der Seele als grundlegende Motivation des Lebens zu sehen. Das hört sich zwar sehr spirituell an, aber es hilft auch enorm, mit diesen weltlichen Dingen klarzukommen, mit diesen Problemen des Alltags, die immer so schwer und bedrohlich erscheinen und so dunkel und düster. Nein, die Perspektive verändern, hochgehen, schauen, was ist der wahre Sinn? Plötzlich kommt die Leichtigkeit. Plötzlich fühlt man zwar trotzdem noch seine negativen Emotionen und hat schlechte Laune, aber man hat immer im Hinterkopf und man hat immer dieses tiefe Gefühl der Einheit, der Wahrhaftigkeit und des Sinns vor allem. Ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.